Liebe Leute von Heutz, willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Jo, es ist leider wieder etwas länger her, denn ich hatte nicht unbedingt die Zeit und auch nicht unbedingt die Lust, das Spiel weiterzuspielen, tatsächlich. Weil ich zurzeit sehr viel Spaß daran habe, Videos zu schneiden. Ja, also die letzten Videos, die letzten 7 oder 8 Videos, sind, denke ich, lohnenswert, dass man die mal, dass man da wenigstens mal reinschaut. Die gehen alle, also die sind alle unter 10 Minuten lang. Also ich denke, die Zeit kann man sich nehmen. Ja, ich möchte generell mehr editieren, mehr bearbeiten. Das kostet natürlich mehr Zeit, so. Macht mir aber tatsächlich echt viel Spaß jetzt mittlerweile. Also, das heißt mittlerweile, das Ding ist so, ich hang oft so fest. Ich habe mir schon oft vorgenommen, eigentlich jeden Tag ein Video zu schneiden, weil das vom Zeitaufwand eigentlich locker möglich ist, sag ich mal. Also, das geht immer eigentlich, finde ich zumindest. Also, oder sagen wir mal, in meiner Situation geht es. Ja, dass ich jeden Tag ein Video schneiden kann. Also wirklich locker, also ohne irgendwie Zeitdruck oder so. Und ja, deswegen habe ich Rise of the Tomb Raider tatsächlich ein bisschen aus den Augen verloren, so. Aber jetzt, wo ich Zeit habe, wo ich gerade nichts zu tun hatte, dachte ich mir, hey, du kannst mal wieder das Spiel weiterspielen. Oder es mal wieder spielen. Und ja, ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich, das war fast zu weit. Ich bin tatsächlich am Überlegen gerade, ob ich das, hey, nicht runter, bitte hoch, danke. Alter Schwede. Ich guck mich hier gar nicht um. Oh, Leute, da ist eine Wand. Hä, warum ist da eine Wand? Da ist eine Lol, das will ich jetzt wissen. Hä, warte mal. Warte mal. Da ist eine. Egal, warte. Ich will kurz meinen Gedankengang zu Ende führen. Genau, ich bin am Überlegen, ob ich Spiele wie Rise of the Tomb Raider, also ob ich generell alle Videos schneide. Aber dann würde täglich halt nur eins kommen. Also dann würde halt ein Tag mal Tomb Raider kommen. Also jetzt in dem Fall, jetzt aktuell, weil es halt gerade aktuell das Projekt läuft. Dann ein Tag wieder LOL, ein Tag CSGO, dann mal was anderes. Oder der Hauptpunkt liegt ja bei LOL eigentlich zurzeit, ne? Spielen wir sehr, 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 sehr viel. Und ja, aber ich überlege halt, ob ich das hier schneiden werde. Ich bin mir da jetzt gerade, während die Aufnahme hier läuft, noch nicht sicher. So, jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich hier, aber ich kann doch da, kann ich da ran? Nee. Nee. Okay. Hä, dann frage ich mich aber ganz ehrlich, was das hier sollte. Hat für mich dann keinen Sinn gemacht. Na gut, dann nicht. So. Ja, ob ich das hier schneiden soll, oder ob ich trotzdem noch nebenbei, also während ich dann, ich sag mal, Multiplayer-Gedöns, also Zeug, was ich halt mit Freunden spiele, oder Endlos-Projekte wie CSGO und LOL, die spielt man, das hat ja kein Ende eigentlich, so gesehen. Ob ich nur das schneide und diese Singleplayer-Let's Plays trotzdem ganz normal halt im Ganzen bringe. Halt 20 Minuten eine Folge. Bin ich mir unsicher. Vielleicht kann der ein oder andere ja was dazu in den Kommentaren schreiben. Vielleicht hat da ja jemand eine Anregung. Was denn so vielleicht eine gute Mischung wäre. Okay, wir müssen immer noch Jonah retten, ne? Das ist halt immer noch unser Ziel. Oder eines der Ziele unserer jetzigen Reise. Ach ja, stimmt ja, da kann man. Genau. Ah ne, wie funktionierte das nochmal? Das habe ich jetzt vergessen. RT. Ah, huch! Nein, nein, brennen soll's nicht. Okay, gut, ich muss nur näher dran stehen. Dann geht. Jonah muss irgendwo da oben sein. Oha. Unglaublich. Die göttliche Quelle liegt im Zentrum der alten Stadt, begraben unterm Eis. Dann ist es also soweit. Ich veranlasse die Ausgrabung und bereite die Transporte vor. Die Männer sind im Archiv auf die Unsterblichen getroffen. Das wird nicht einfach, Bruder. Der heilige Pfad soll nicht leicht zu beschreiten sein. Wissen die Männer, was sie dort erwartet? Nein. Aber sie sind bereit zu kämpfen und für die Sache zu sterben. Mehr müssen sie auch nicht tun. Konstantin, wir stehen so kurz vor dem Ziel. Das ist erst der Anfang. Ich glaube, dass Trinity uns nur benutzt,
Was, wenn sie dir die Quelle nicht überlassen wollen? Wir sollten uns vorbereiten. Hab nur Vertrauen. Ich wurde nicht von Trinity auserwählt. Wenn die Quelle erst mir gehört, ist es egal, was sie wollen. Ich führe dann Gottes unsterbliche Armee. Und du... Du wirst leben. Konstantin, der Gefangene ist wach und kann jetzt befragt werden. Schon unterwegs. Das ist nicht so gut. Wir sollten uns beeilen, denke ich. Hoppla. Warte mal, habe ich das jetzt richtig verstanden oder war das jetzt nur so sprichwörtlich gemeint? Dass er gesagt hatte, oder sie sagte ja, vielleicht überlässt Trinity dir nicht die göttliche Quelle. Heißt das etwa, dass er gar nicht der Anführer von Trinity ist? Ich dachte, er ist ein hohes Tier oder das höchste Tier quasi. Habe ich eigentlich gedacht. Ich habe halt gedacht die ganze Zeit, dass Konstantin immer das Sagen hatte. Oder das Sagen hat. Oder auch nicht, vielleicht. So wie es sich jetzt vielleicht rausstellte. Das ist ja interessant. So, im Eiswasser wahrscheinlich darf ich nicht schwimmen, ne? Schade. Hätte ich schon Bock eigentlich. Ja, wir müssen auf jeden Fall Jonah retten. Mal gucken, wie das so wird, ne? Oh lol. Spuren. Reifenspuren, oder was? Yep. Komm halt. Wow. Als ob hier jetzt alles umgefallen ist. Ja, geh. Na gut. Sind überall. Wird? Hey, wo? Das sind meine Schritte. Ja, das sind meine Schritte, oder? What? Mich eigentlich rollen, Alter. Auf einmal höre ich Schüsse. Kann ich? Wow, okay, ich kann wirklich. Ist ja nicht ein bisschen kalt vielleicht oder so. Jo, ist halt wirklich kalt, Mann. Dreck, ey. Hätte ich nicht machen dürfen, glaube ich. Ohne Witz, wenn es hier so ein Temperaturfeature gäbe, also mit Erkälten und zu warm vielleicht sogar noch irgendwie. Und wenn man jetzt in einem tropischen Gebiet ist oder so. Holy shit, das wäre bestimmt auch lustig. Das wäre. Ah, hallo Eichhörnchen. Komm her! Kann ich da. Na? Ach, schade. Der klappt nicht. Leute, wir suchen die Glitches. Let's go. Wir suchen andere nicht vorhandene Wege. Ja, so muss ich jetzt hier. Du hast etwas gesehen und reagiert. Ich hätte das gleich getan. Sieht alles sicher aus. Halten wir die Augen offen. Erwarten wir Gesellschaft? Croft könnte versuchen, den Gefangenen zu retten. Die Zentrale will, dass alle wachsam sind. Warum töten sie nicht einfach? Er könnte noch etwas wissen, aber Konstantin wird das schon bald herausfinden. Ciao. Wenn der sich jetzt umdreht, gehe ich gucken. Hi. Ciao. Nein, nicht ganz ruhig bleiben. Lautloser Kill. Okay. Gut. Ach ja, die werden ja immer geplündert, ne? Wenn wir die lautlos erledigen. Jupp, da war ja was. Wir müssen über den Zaun, gehe ich mal stark von aus. Wir müssen über den Zaun. Die Frage ist, lol. Das ist halt der Todestexturbug, oder? Der Baum? Sieht zumindest so aus. Naja.
Wollen wir uns damit nicht weiter aufhalten? Ja, soll ich einfach über den Zaun... Was prasselt denn hier so? Kann ich darauf? Ja. Kann ich nicht. What? Okay. Kann ich echt nicht rauf? Doch, kann ich. Ja, geh da. Okay, auf den kann ich... Dings kann ich nicht rauf. Hm. Sad. Würde ich sagen. Ne. Das geht auch nicht. Jetzt bin ich überfragt. Oh, lol. Hä? Ich hab's halt nicht gesehen. Hätte mich hier auch locker lautlos, oder? Was ist passiert? Der Truck war zu schwer. Du bist angestoßen. An diesem Ort fällt wirklich alles auseinander. Sollen wir das melden? Nicht nötig. Alle packen zusammen und bereiten sich auf den Abschluss. Haben wir endlich, was wir wollten? Schwer zu sagen. Konstantin hat nur befohlen, alles vorzubereiten. Hm. Die Leiche sieht. Ja, eine Art Sonnenkult. Ganz irre Sorte. Unglaublich, dass Croft das überlebt hat. Ja, hat sie aber. Und jetzt ist sie unser Problem. Hm. Holy shit. Concentrated as hell. Liebe Kinder. Eieieiei. Wenn der den sieht. Ja, du siehst den. Ja, der schläft. Der schläft. Ah, puh, und du schläfst auch. Okay. Die stehen halt auch perfekt. Hier, hau mal rein. Ich glaube, ich habe was gehört. Das sehe ich mir mal an. Zusammenbleiben. Ist es drei oder nur zwei? Es sind nur zwei. Oh mein Gott. Oh, scheiße. Oha. Er hat einfach einen scheiß Helm, Alter. Habe ich gar nicht mit einkalkuliert. Ich frage mich, um ehrlich zu sein gerade, hätte ich komplett angezogen, wäre der Fall dann durchgegangen? Oder nicht? Breitblatt. Ach ja, genau. Okay, die kennen wir ja. Okay, haben wir das Ganze hier halbwegs solide erledigt. Ich möchte darauf, bitte. Bitte? Okay. Gut. Ich hoffe, ich habe keinen übersehen. Okay, man hätte sie sich hier auch über Dings, hier Laternen, Flaschen und so, okay. Hätte man also einige Möglichkeiten gehabt. Und hier kann ich, hier ist eine Rampe. Wofür? Einfach nur wofür. Ja gut, hier war ich ja, hier bin ich ja quasi gekommen. Ja gut, okay, dann gibt es hier nichts weiter, was wir finden könnten. Alles klar. Was sagt unser... Da sagt unser... Unser Ziel. Und den Weg. Ah, gibt's hier vielleicht noch was? Ist auf jeden Fall hoher Schnee. Eieieiei. Tatsächlich. Haben wir noch was gefunden? Ich kann ja auch nicht springen, ne? Ne, geht nicht. Das geht nicht. Wie benutzt man die nochmal? RT? Ne, halten Sie RT zurück, schießen Sie aufgeladen, Klett. Ach, aufgeladen, okay. Auf jeden
Fall noch. Ja, so, so passt es, denke ich. Hallo? Hä? Ach, ich konnte nur ein. Hä? Die waren einfach alle weg. Außer der eine. Die Brücke ist eingestürzt. Sieht aus, als müssten wir den Rest der Fracht ausfliegen. Hoffentlich haben sie da oben etwas gefunden. Mir reicht es hier langsam. Geduld. Wenn wir hier Erfolg haben, können wir hingehen, wo wir wollen. Hinterm Baum, hinterm Baum, hinterm Baum. Ja, wir haben den Attack. Sie haben ihn zur Wetterstation gebracht. Warum das? Keine Ahnung. Ich habe über Funk gehört, dass einer den Zugang zur Kuppel finden will. Vielleicht wissen sie ja, wie der Atlas zu deuten ist. Ich weiß nicht, wir werden angegriffen. Schade. Schade. Schade, schade, schade. Hätte mir tatsächlich. Eieiei, jetzt kommen sie aber. Die Musik geht los. Musik kommt. Aber. Eindringling! Ciao. Ich brauche Verstärkung. Oh. Ja, schießen ist auch nicht so dein Ding wahrscheinlich. Das war ein Treffer. Ja, ich habe auch getroffen. Gut. Scheiße. Das war so nicht beabsichtigt. Renn doch! Ich hau euch so um. Bam. Bam. So, ciao. Gut. Haben wir's? Ja. Scheinbar. Ah, gut. Nicht ganz so stealth, wie ich es erhofft hätte. Nicht ganz so sneaky, wie ich gedacht hätte. Schade. Da habe ich dann doch die KI etwas zu sehr unterschätzt. Alter Schwede. Sieht schon echt nice aus. Holy shit. Holy motherfucking shit. Hier sind Pfeile. Gib mal her. Kann ich immer gebrauchen. Gut, ich glaube, umschauen werde ich mich hier nicht weiter. Nicht verletzt. Oder was hält sie denn da? Hö, was hat sie denn da? Hä? Muss ich mich heilen? Nee, heilen muss ich mich auch nicht. Nee, ja, okay, ich bin verwirrt. Kannst du den Bogen mal raus weglegen, bitte, Mädel? Danke. Gut, dann nicht. Gut. Wir nehmen noch alles mit, fix. Na? Kann ich noch looten? Das kann ich nicht looten. Den haben wir alle. Okay. Da. Alright. Okay, was soll ich hier machen? Oh, muss es Bum-Bum machen, oder was? Oh ja, das muss es. Wahrscheinlich. Ah, nee, ich muss da durch. Hä? Nee, warte mal. Kann ich das zum Explodieren bringen, wenn ich Bock hätte? Jetzt so. Hallo, kannst du bitte deinen Bogen, genau. Feuer. Uiuiui, störe die schöne Situation, indem sie ihre Treibstoff zerstört. Was hat mich. Was hat mich bitte gerade getroffen? Waren das die Splitter? Oder war das los? So, Leute. Was hinter dieser Mauer ist, erfahren wir in der nächsten Folge. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.